Rohstoffe sind immer ein extrem spannendes Thema, selbstverständlich auch hier auf dem FONG-Kongress in Mannheim. Heute soll es um die Kursrakete Uran gehen und auch um Gold. Bei mir ist Dr. Joachim Berlenbach, er ist Gründer und CEO der Earth Resource Investments AG am Stand von Donner und Reuschel. Schön, dass Sie da sind. Danke für Ihre Zeit. Danke für die Einladung. Der Uranpreis, das ist unser erstes Thema, ist förmlich durch die Decke geschossen, Herr Berlenbach. Was waren denn die Gründe? Ja gut, ist natürlich nach Fukushima 2011, als es das Unglück gab in Japan, kam zunächst einmal die Uranpreise runter. Die Kernkraft wurde praktisch aus dem Fenster geworfen. Es wurde nicht mehr produziert, es wurde nicht mehr exploriert nach Uran. Und der Ausstieg aus Uran, wir haben das ja auch in Deutschland gesehen, war praktisch bei jedem eine klare Sache, dass das passieren würde. Und jetzt ist natürlich auch durch die Energiewende, ist natürlich der Bedarf an sauberer Energie und CO2-freier Energie ist natürlich gestiegen. Stichwort COP28. Wo gesagt wurde oder wo entschlossen wurde, bis 2050 soll die Kernenergie verdreifacht werden. Und hier haben wir einfach auch durch die letzten 12, 13 Jahre, wo nicht produziert wurde, haben wir einfach ein Defizit im Markt. Wir produzieren momentan etwa 120, 130 Millionen Pfund Uran im Jahr. Der Bedarf liegt jetzt schon bei 200 Millionen Pfund Uran. Das wird momentan gedeckt durch Lagerbestände, zum Teil auch aus Japan, die auf ihrem Uran sitzen geblieben sind nach Fukushima. Aber wenn man das hört, dass sich der Uran oder dass die Kernkraft verdreifachen soll bis 2050, brauchen wir eine enorme Menge mehr aus Uran. Und die Kernkraftbetreiber brauchen natürlich diese Sicherheit, dass Uran, dass sie das Uran kriegen, sehr, sehr früh. Das ist relativ zu den sonstigen Kosten beim Kernkraft, ist das relativ wenig. Aber das Uran muss da sein, sonst läuft ein Kernkraftwerk nicht. Und das ist halt das ganz große Problem. Wir haben momentan etwa 60 Kernkraftwerke gebaut, global. Das führend sind hier übrigens die Chinesen, aber auch in den restlichen Teilen der Welt werden Kernkraftwerke gebaut. Und hier sehen wir ein riesiges Defizit momentan, das sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich sogar noch ausweiten kann. Schätzungen gehen hier auf 1,5 Milliarden Pfund Uran, die fehlen im Markt. Ja. Und deshalb ist jetzt schon der Uranpreis, und man muss hier unterscheiden, auch der Spotpreis, wir beobachten ja nur den Spotpreis, der Termpreis, der nicht veröffentlicht wird, das ist der Preis zwischen den Kernkraftbetreibern und den Suppliern und denen, die das Uran produzieren, den sehen wir nicht, aber der liegt angeblich teilweise sogar noch höher. Da. Ob jetzt der Uranpreis, wir sind momentan bei $106 pro Pfund, ob der da bleibt, es gab auch eine ganze Menge Short Covering da, das heißt, hier ist sicherlich auch ein Peak möglich. Ich wäre also etwas vorsichtig, ob der jetzt näherfristig da bleibt, aber er wird sicherlich hoch bleiben. Also es gibt viele Gründe, die für einen weiter steigenden Uranpreis steigen und sprechen können. Herr Berlenbach, wo kommt denn das Gros des Urans her? Welche Länder müssen da genannt werden und welche politische Komponente spielt da vielleicht auch mit rein? Gut, die zwei großen, es kommt viel Uran, kommt aus Russland auch natürlich, aber es sind für die westliche Supply, das westliche Angebot kommt von Kasachstan, das ist in Kasachstan eine große Uranproduzent, und von Cameco in Kanada. Das ist das Athabasca-Becken in Kanada, wo sehr viel Uran liegt. Aber das ganz große Problem ist, dass viele der Minen bei einem Uranpreis von $20 einfach gar nicht das Kapital aufbringen konnten, um jetzt die Minen zu bauen, die wir jetzt in den nächsten Jahren benötigen. Und die kommen jetzt natürlich so langsam in den Markt. Die ersten Minen werden dieses Jahr schon wieder produzieren können. Einige Minen sind einfach auf Eis gelegt worden. Lange Heinrich in Namibia, das gehört zu Paladin, das ist ein Produzent aus Australien. Es gibt Uranium Energy Corporation, die dieses Jahr wieder die Produktion aufhört. Also es gibt hier schon eine Menge von Möglichkeiten, die Uran die Produktion hochzufahren, aber es wird, glaube ich, über die nächsten Jahre nicht reichen, vor allen Dingen, wenn diese 60 Kernkraftwerke wirklich jetzt online kommen und produzieren werden. Und das ist natürlich etwas ganz klassisches Thema, Angebot und Nachfrage. Ich habe versprochen, wir reden noch über das Gold. Hat ein gutes Jahr hinter sich, ein gutes 2023. Wie passt das aber zusammen? Denn gleichermaßen sind ja die Zinsen im vergangenen Jahr auch gestiegen. Ja, das in der Tat, das ist ein Paradox in einer gewissen Weise. Nun viele sagen, Gold ist so toll ja gar nicht gestiegen angesichts der geopolitischen Krise. Aber wenn man sich anschaut, dass die steigenden Zinsen sind nicht nur negativ für Gold, sind auch negativ für die Anleihen. Und hier sind viele Zentralbanken, die auf Anleihen auch sich gestützt haben, vor allen Dingen auch die chinesische Zentralbank.
die sind ja teilweise mit ihren Investitionen in Anleihen, auch in US-Anleihen, von der Klippe gefallen zum Teil. Und die denken, oh, vielleicht sollten wir hier mal umpolen und ein bisschen woanders investieren. Und wir sehen momentan einen riesigen Kauf von Gold, wo praktisch zum Beispiel in China, wo die US-Anleihen verkauft werden. Man kann also sehr schön sehen, wie gerade über die letzten 12 Monate die Anleihen in China, US-Anleihen nach unten gehen und gleichzeitig Goldkäufe nach oben gegangen sind. Wir sehen dasselbe in Indien, wir sehen es vor allen Dingen auch in Russland, die natürlich die Sanktionen ganz besonders eine Strategie verfolgen, die pro Gold ist, ja, eher als pro US-Dollar. Und dazu kommt natürlich auch, dass es Bestrebungen gibt bei den Schwellenländern, einfach aus China, aber auch Indien steckt damit drin, die BRIC-Länder insgesamt, die raus aus dem US-Dollar wollen. Ja. Und eine Währung kann nur dann eine Konkurrenz zum US-Dollar werden, wenn sie gestützt ist durch Hard Assets. Und dieses Hard Asset ist Gold. Das heißt, von hier aus ist längerfristig betrachtet, sehen wir wirklich jetzt ein Umdenken, dass die geopolitische oder geofinanzielle Situation sich ändert. Die Konkurrenz zum US-Dollar steigt. Und dafür brauche ich Gold. Ich brauche Solid, ich kann Gold nicht drucken. Das muss man einfach immer betonen. Es gibt ein paar Dynamiken wie die ETF-Käufe oder die ETC-Käufe, die gehen rauf und runter. Das ist mehr kurzfristige Entwicklung sind das. Aber ich denke, längerfristig sehen wir eine riesige Unterstützung beim Gold im Moment. Dabei wissen wir gar nicht, wie viel Gold die Chinesen zum Beispiel, die chinesische Zentralbank wirklich kauft. Das werden die auch nicht veröffentlichen. Man muss bedenken, China ist der größte Goldproduzent in der Welt und das Gold verlässt das Land nicht. Das heißt, das bleibt also im Land selbst drin. Und von daher, glaube ich, sind die Zinssätze alleine, die steigenden Zinssätze, nicht der einzige Treiber für den Goldpreis oder dem Goldpreis Unterstützung geben. Es gibt wirklich jetzt geofinanzielle Entwicklungen hier, geostrategische Entwicklungen, die pro Gold sind und pro Fest-Assets, Solid-Assets generell, glaube ich. Nun ist ja der Rohstoffmarkt viel größer als Gold und Uran selbstverständlich und Sie haben viele, viele weitere Werte im Blick und im Bild. Verraten Sie uns abschließend noch, welche Akzente Sie in Ihrem Portfolio, im Fondsportfolio setzen darüber hinaus? Ich glaube, für einen Investor, der jetzt gerade erst in den Rohstoffmarkt wieder reinkommt, gibt es 3, vielleicht 4 Rohstoffe, die wir genannt haben. Uran ist vielleicht ein Spezialfall, Gold gehört dazu, Investoren sollten sich Gold anschauen. Öl. Ich bin kein Advokat eines fallenden Ölpreises. Viele sagen ja, Ölpreis hat jetzt momentan mit $75 seinen Preis gefunden. Wenn wir wie letztes Jahr eine Nachfrage haben bei der Ölnachfrage von etwa 3%, wir sind jetzt etwa bei 303 Millionen Fass Öl am Tag, dann hilft es nicht, wenn die USA jetzt mit ihrem Fracking Oil, die USA ist ja mittlerweile der größte Ölproduzent in der Welt, wenn die wirklich jetzt noch ein bisschen mehr Öl produzieren. Denn sie können damit nicht ausgleichen, was der Mehrbedarf sein wird in den nächsten Jahren. Hier muss man ganz klar sagen, die Energienachfrage in der Welt wird steigen. Und meiner Meinung nach gehört Öl dazu. Öl, wenn das nur um 2% wieder steigt dieses Jahr, dann sind wir auf 105, 106 Millionen Fass Öl am Tag, die wir am Ende des Jahres verbrauchen werden. Und das wird ein riesiges Problem werden. Das heißt also, bei dem aktuellen Ölpreis und auch mit dem Druck, den die Ölindustrie von der Energiewende, von Vertretern der Energiewende bekommt, wird nicht genug exploriert. Es wird wirklich nicht genug produziert, auch längerfristig. Das heißt, meiner Meinung nach ist der Ölpreis momentan ein interessanter Einstiegspunkt. Und der andere Rohstoff, und das ist auch wieder meiner Meinung nach ein Energierohstoff, ist Kupfer. Und ich bin dafür bekannt, dass ich also der ultimative Kupferbull bin. Wir können eine Energiewende nicht ohne Kupfer betreiben. Das hängt mit den physikalischen Eigenschaften von Kupfer zusammen. Kupfer ist nach Silber das Metall mit der zweitbesten Leitfähigkeit. Eine Windturbine, eine Solarzelle braucht viele Tonnen Kupfer pro Megawatt Energieleistung, die bringen. Und hier haben wir einfach ein riesiges Defizit. Ein schönes, was Investoren sich anschauen könnten, sind zum Beispiel die sogenannten Treatment Charges und Refinery Charges. Das sind also die Behandlungskosten, die Schmelzen den Betreibern der Minen für das Konzentrat berechnen. So. Und wenn es ein Überangebot gibt von Kupfer, dann gehen diese Kosten hoch. Die Schmelzen ist für dieses relativ leicht, Kupfer zu kriegen, Kupferkonzentrat zu bekommen.
und die können hohe Kosten betragen. Wenn allerdings nicht genug Kupfer da ist, von den Minen, dort produziert wird, gehen diese Kosten nach unten. Und die sind momentan rock bottom. Die sind momentan ganz, ganz weit unten. Und das ist immer ein sehr, sehr sicheres Anzeichen eigentlich, dass wir ein Defizit im Markt haben. Und hier muss man sagen, die Sorgen um China, ist ja, was den Kupferpreis, ist immer das Argument, was den Kupferpreis zurückhält, ist die Wirtschaftsflaute in China momentan. Aber wir sehen das nicht, denn die Investitionen, die momentan zum Beispiel ins Grid, ins Elektrizitätsnetz in China reingesetzt wurden, sind auf Rekordhöhe. Das heißt, die Chinesen investieren sehr wohl in Infrastruktur, für das sie ganz neue Mengen an Kupfer benötigen. Wir sehen ja auch gerade, dass die Importe an Kupfer in China auf Rekordhöhe wieder sind im letzten Quartal. Und von daher Kupfer, Gold und Öl und vielleicht ein bisschen Uran ist eine tolle Kombination. Da geht was. Und es ist immer wieder erfrischend, Ihnen zuzuhören, wie viele Insights Sie in unseren Interviews präsentieren können. Dr. Joachim Berlenbach war das hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Haben Sie herzlichen Dank. Dankeschön. Viele gute, wichtige Reisen auch in diesem Jahr und bringen Sie uns neue Ideen dann mit. Dankeschön.